Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Elder Scrolls Online. Ja, die letzte Folge war ja leider nicht so schön. Wir sind jetzt hier direkt am Ausgang von der Stelle, wo wir beim letzten Mal rausgegangen sind, weil hier rechts liegt nämlich ein Tagebuch eines Zehnpriesters. Und ich weiß nicht, was es für eine Quest gibt, aber wir schauen mal rein. Dieses Tagebuch scheint eine Sammlung von Schriften eines der Gründungspriester dieses Schreins von Zehn zu sein. Wir lesen es mal. Wir haben eine wunderbare Stätte gefunden, die von einer Reihe Höhlen umringt wird. Die Geschichtenweberin sagt, sie spüre eine starke Verbindung zu Zehn. Fast so, als hätte er sie an diesen Ort gerufen, um eine wichtige Aufgabe zu erfüllen. Wir weihen diese Stätte Zehn und beginnen sofort damit, die Mauern des Schreins zu errichten. Mit etwas Glück finden wir die verlorenen Chroniken. Mögen uns unsere Mühen vergolten werden. Geschichtenweber Sandaeron Rion. Verlorene Chroniken? Vielleicht gibt es noch weitere Tagebücher. Ah! Wir müssen jetzt 4 Tagebücher suchen, okay. Ja, und alle sind sie hier im Feindesgebiet, so wie es aussieht. Das ist nicht okay. da hinten. Moment, wie weit sind die denn weg? Das ist doch schon ein ganzes Stück weit weg. Die sollen eigentlich relativ nah sein hier oben. Stellen wir das mal ein bisschen weiter. Das ist höher. Ja, ich habe gerade keine Zeit. Es tut mir leid. Ihr wollt sterben? Ja, aber noch nicht heute. Ist das hier drin? Oh ja. Och nee. Kommen Sie mir schon wieder nach hier. Darf ich jetzt mal was lesen, Leute? Funke, kannst du dich bitte um die anderen kümmern? Na komm schon. Ich kann es immer noch... Alter, ich kann es immer noch nicht nehmen. Hallo. Ich bin verborgen. Wieso kann ich dieses Buch nicht lesen? Funke, könntest du dich ein wenig beeilen, bitte? Wo geht mir das auf den Sack hier? Ach, die kämpft. Wieso kämpft die gegen 2 Mammuts? Hast du es jetzt bald? Kannst du mal mit 3... Oh, ungeschnitzter Mammutschädel kann er spät werden. Cool. Okay, Tagebuch eines Drublock-Schamanen. Die Älteste zeichnete uns eine Karte zum alten Maulochschrein. Sie wollte nicht sterben, ohne das Geheimnis dieses heiligen Ortes aus ihrer Kindheit weiterzugeben. Wir fanden die heilige Stätte inmitten feindlicher Waldelfen. Beide Seiten erlitten schwere Verluste. Fürs Erste haben wir einen Waffenstillstand geschlossen. Wir gestanden ihnen die größeren Höhlen zu, da ihre Ahnen als Erste hier gewesen waren. Aber ich traue ihren leeren Friedensversprechungen nicht. Diese Eiferer respektieren weder unsere Sitten noch den Kodex von Mauloch. Wenn sie den Waffenstillstand brechen, werden sie den Blutzoll dafür bezahlen. Ja. So, jetzt muss ich mal gucken. Das andere Tagebuch war... auch in der Richtung, aber tiefer. Das heißt, das ist theoretisch... Ah, ja, hier. 3 von 4. Da darf ich jetzt nichts mehr lesen, oder was? Ja, toll. Na gut. Dann suchen wir noch das Tagebuch des Zehnpriesters. Das hatten wir doch eigentlich. Das müsste dann wahrscheinlich hier drin sein. Ja. So, die Gründung von Blutmüh. Darf ich auch nicht lesen. Wieso darf ich denn die ersten Sachen lesen und das hier nicht? Sauerei.
Gebt die Tagebücher, keine Ahnung wem. Moment, wo müssen wir denn hier hin? Geradeaus links. Ja, ist ja praktisch, dass der direkt hier in der Nähe wohnt. Du sollst keine Rolle machen, du solltest aufs Pferd drauf. Ah, Moment, das nehmen wir noch mit. Platinflöz brauchen wir immer. Kommen wir da rum? Ja. Ach, guck mal. Hallöchen. Ein Reisender kam vorbei. Er suchte und bot Weisheit auf dem Weg zur Erleuchtung. Ich dachte, euch könnten diese Tagebücher interessieren. Und aus einer Eingebung heraus wusste ich sofort, dass ihr hier im Fluss steht. Dalaneth hat Geschichten über diese Tagebücher erzählt. Und nun bringt ihr sie zu mir? Oh. Seit den frühesten Tagen kennen unsere Herzen nur Blut und Mühsal. Mauloch verlangt einen Blutzoll. Zents Preis ist nicht anders. Warum sagt ihr das? Unsere Götter verlangen beide eine Vergeltung in gleicher Münze. Und das bedeutet natürlich, dass jeder Vergeltung gegen den anderen üben will. In diesem Tal hieß diese Münze deshalb immer Blut. Glaubt ihr, dass die Kämpfe jemals aufhören werden? Jede Geschichte hat ein Ende. Jedes Ende erlaubt das Einläuten eines Anfangs. Es ist ein Gleichgewicht, so empfindlich es einem auch erscheinen mag. Zents Gegenwart schwindet aus dieser Welt, während Mauloch an Kraft gewinnt. Vielleicht werden diese Tagebücher jenen Trost spenden, die sich vor dem Ende fürchten. Ja, und wir erhalten das Amulett von 10. Sprich, ein Amulett in Robust, ohne Set. Und ich schau mal eben nach. Ich glaube, das war auch hier unten das Ausrufezeichen. Das heißt, das haben wir dann auch schon mal erledigt. Dann haben wir noch einen Schock für das System. Ja, wenn das System geschockt wird, das finde ich gut, weil das System nämlich nicht gut ist. Ja. Wo haben wir dich denn? Hui. Hui. Ja. Hier unten. Ach. Ahahaha, ich kann mir schon vorstellen, worum es geht. Tschüss. Hab was zu tun. Habt ihr ein Problem? Aua! Durchnässtes Tagebuch. Okay, das ist gerade erschienen. Ihr habt ein durchnässtes Tagebuch in der Nähe eines regungslosen Körpers gefunden. Hallo, der zuckt doch noch. Oben ragt ein verzierter Schlüssel heraus und markiert eine Seite. Schlagen wir doch mal auf. Falls ihr einen Argonia vor euch seht, der ganz vom Blitzen eingeschlossen ist, so schlagt Seite 23 auf. Falls ihr einen toten Argonia vor euch seht, so tretet zurück und legt das Tagebuch wieder hin. Zeigt ein wenig Respekt vor den Toten. Okay, wir schlagen mal Seite 23 auf. Seid gegrüßt, die Zeit drängt, also nehmt diesen Schlüssel und passt gut auf. Mein Lager ist am Fluss, etwas südlich vom Silvena. Sucht nach einem Alchemietisch. Ich habe meine Notizen bezüglich des weiteren Vorgehens dort hinterlassen. Und vielen Dank. Ja, ich meine, Probleme mit dem Herzen wird er nicht bekommen. Er wird ja schon geschockfrostet. Wir müssen das Wasser hoch. Also da wieder hoch. Das ist ja doof. Okay. Ja. Na gut, machen wir. Also doof im Sinne von, die laufen mir jetzt schon wieder hinterher. Ich muss aber auf die andere Seite, ne? Andererseits, wenn ich lange auf dieser Seite bin, dann habe ich alle von dieser Seite gezogen. Oh scheiße, es war doch auf dieser Seite. Ich wollte gerade sagen, dann habe ich alle von dieser Seite hier gezogen. Ah, lecker. Käfer, essbare Käfer. Oh, was haben wir denn hier? Und schon wieder eine Spur. Achso, das ist die Ahnensache. Fragt mich nicht, warum. Ich habe gerade gedacht, es geht hier weiter. Hier ist der Alchemietisch, genau. In den Umschlag des verschlossenen Buches ist eine Inschrift geritzt. Lesen wir. Wenn ihr ein Tagebuch aufgetragen habt. Ich werde demnächst auch nur noch solche Sachen hinterlassen. Wenn euch ein Tagebuch aufgetragen hat, hierher zu kommen, dann setzt nun den Schlüssel ein, um das Buch aufzuschließen und schlagt Seite 26 auf. Falls ihr nun zufällig über dieses Lager gestolpert seid und gerade mein Eigentum durchwühlt, dann schafft euch bitte von dann. So, den Schlüssel benutzen, aufschlagen
Willkommen! Wenn ihr dies liest, ist bei meinem letzten Experiment etwas schrecklich schief gegangen. Ah, Zunge ist schneller, als ich denken kann. Ich habe einen Trank erschaffen, der es einem erlaubt, Donnerkäfer zu kontrollieren. Anscheinend nicht besonders gut. Er sollte direkt auf dem Tisch stehen. Macht schon, nehmt ihn euch. Okay, machen wir. Ihr werdet einen Donnerkäfer finden müssen, bevor ihr diesen Trank trinkt. Keine Sorge, dieser Teil ist völlig ungefährlich. Ich bin mir da nicht so sicher, ne, wenn ich den Typ da sehe. Sobald ihr einen Käfer unter Kontrolle habt, werdet ihr dorthin zurückkehren müssen, wo ihr meinen Körper gefunden habt. Danach sollte sich alles andere von selbst klären. Donnerkäfer sind schreckhafte Kreaturen, also müsst ihr schnell sein. Und Folgendes ist auch sehr wichtig. Der Trank wirkt nur, wenn man sich am Fluss aufhält. Wenn ihr euch zu weit vom Ufer entfernt, ist es sehr wahrscheinlich, dass der Käfer sich von eurer Kontrolle befreit. Viel Glück. Das ist scheiße. ja. Aber hier sind keine Donnerkäfer, hier sind nur... Ja. Obwohl doch ein Donnerkäfer war, glaube ich, irgendwo. Da sind Donnerkäfer. Übernimmt die Kontrolle. Muss ich jetzt eh drücken wahrscheinlich bei denen in der Nähe, oder? Ja. Kommt, meine süßen kleinen Tierchen. Kommt mit mir mit. Das wäre der Hit. Ich hoffe, dass das noch als nah am Wasser hier gilt. Weil ich will jetzt hier nicht direkt in die Arme der Reifzecken reinlaufen. So. Aber das Geklacker hört sich noch gut an. Ich denke, der ist noch bei mir auf dem Weg. Ach, ich hätte den auch nehmen können, oder? Ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Ich kann mich an die Quest erinnern, aber ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das jetzt hilft, mit einem Donnerkäfer hier in der Gegend rumzulaufen. Oder muss ich den jetzt auch nochmal schockfrosten, oder? Hier, ich bin in der Nähe vom Wasser. Komm mit. Komm mit. Mach irgendwas, damit es ihm besser geht. Oder hat er jetzt die Blitze absorbiert? Das kann natürlich auch sein. Alles okay? Mein Inneres fühlt sich wie ein Madeneintopf an. Ich fürchte, dieser Ansatz war etwas zu stark. Naja, der nächste wird besser sein. Wie mein Vater schon sagt, wahrer Fortschritt kommt von den schlagenden Wellen eines Mahlstroms. Mhm. Hat der Vater denn auch gesagt, dass man immer gefährliche Experimente machen soll, wo man selber bei umkommen kann? Habt ihr euch das selbst angetan? Natürlich. Während mein Körper sich wie ein Baum im Wind wiegte, hatte ich Zeit, über die derzeitige Formel nachzudenken. Ich glaube, ich kann die Wirkung des Tranks mit ein paar Modifikationen perfektionieren. War das derselbe Trank, den ich gerade getrunken habe? Nicht ganz. Dieser Schwung erlaubt das Anlocken eines einzigen Donnerkäfers, der, den ich getestet habe, gestattet es einem, eine exponentiell größere Anzahl zu kontrollieren. Es ist recht gefährlich, wie ihr sehen konntet. Zum Glück hatte ich Gegenmaßnahmen ergriffen. Ja, was das betrifft, war zumindest nicht doof. Wie wurde dieser Donnerkäfer all die Energie wieder los? Donnerkäfer sammeln sich in Rudeln, um sich gegenseitig von ihren elementaren Energien zu ernähren. Der Käfer, den ihr mitgebracht habt, hat die überschüssige Energie absorbiert, die mich außer Gefecht gesetzt hatte. Ich würde die Hypothese aufstellen, dass der Donnerkäfer durch diese Energieübertragung desintegriert wurde. Wie schade. Also ist er quasi gestorben? Oder wie? Weil er hat sich auch in Luft aufgelöst, ne? Warum stellt ihr diese Tränke her? Ein immerwährendes Gewitter, das einem zu Diensten steht. Denkt nur an all die Möglichkeiten. Mein Gebräu wird mir bald erlauben, das Wetter selbst zu kontrollieren, wenn es mich nicht vorher umbringt. Aber
Wer würde schon vor einer schönen Herausforderung zurückschrecken? Oh, ich brauche keine Herausforderung im Leben. Ich weiß, was ich kann. Was hat euch hergeführt? Ich reiste in Begleitung von ein paar Dunmeer-Botanikern. Irgendwann war ich ihrer Besessenheit in Sachen Pflanzen müde und bin alleine losgezogen. Nachdem ich auf den ersten einheimischen Donnerkäfer getroffen bin, wusste ich einfach, dass ich hier bleiben musste. So viel Potenzial. Wie seid ihr so weit flussabwärts gelandet und weshalb wart ihr mit elementarer Magie aufgeladen? Ah, das war mein erster Versuch mit einem Trank von voller Stärke. Ich habe eine kleine Horde Donnerkäfer angelockt, aber die elementaren Energien waren einfach zu viel. Die anschließende Explosion schleuderte mich in den Fluss. Wie ihr sehen könnt, war mein Notfallplan erfolgreich. Deswegen das durchnässte Buch, verstehe. Euer Plan war es, auf irgendeinen Fremden zu warten, der euch hilft? Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Und es hat doch geklappt, oder nicht? Könnt ihr mir einen letzten Gefallen tun? Erzählt den Einheimischen nichts von meinen Experimenten. Der Letzte, dem ich begegnet bin, war nicht so aufgeschlossen wie ihr. Aber er hat wirklich einen guten Freiwilligen abgegeben. Diese Aussage macht mir jetzt doch ein bisschen Sorgen. Wir erhalten ein geladenes, einhändiges Schwert ohne Set. Ja, ich muss mal eben ganz schnell darüber. Oh, jetzt ist ja auch noch eine Truhe. Scheiß auf die Truhe. Ich brauche das Platin-Quiz. So, weil wenn ich mich nämlich jetzt verabschiede und die Sache nicht nehme, dann kommt wieder irgendeiner im Hintergrund daher und denkt sich, oh schön, Platinflöz, oh schön, da ist eine Truhe. Und ich gönne das jedem vom Herzen, also bis auf den Idioten, die dann extra irgendwelche Gegner anziehen oder so, damit man am Kämpfen ist, nur damit sie dann irgendwo irgendwelche Kleinigkeiten looten können. Also das, ja gut, solche Sachen sind immer sehr lächerlich. Und ganz ehrlich, das zeigt auch, wie minder bemittelt einige Leute sind. Ja, aber nichtsdestotrotz, jetzt habe ich endlich die Zeit und darf mich endlich bedanken dafür, dass ihr zugeschaut habt. Und in der nächsten Folge, ich weiß jetzt gerade nicht wo, ich glaube ein bisschen über uns rechts auf der Karte, werden wir uns dann wiedersehen und dann werden wir die weiteren Quests hier im Malabaltor wieder angehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao! Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo. Lasst doch gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen. Wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen, denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung. Und bis zur nächsten Folge. Ciao!